So, jetzt kommt die Geschichte von Frau Quatscheviel. Es war einmal eine Frau, die quatschte so viel und darum hieß sie Frau Quatscheviel. Einmal ging sie zum Kaufmann. Guten Tag, Frau Quatscheviel, sagte der Kaufmann. Ich möchte ein Brot und ein halbes Pfund Butter und eine Wurst und ein Viertel von Käse. Halt, halt, sagte der Kaufmann. So schnell kann ich nicht. Und zwei Tafeln Schokolade und eine Flasche Apfelsaft und ein Pfund Haferflocken und 5 Pfund Äpfel. Halt, halt, sagte der Kaufmann. So schnell kann ich nicht. Und eine Packung Knäckebrot und 3 Pfund Bananen und eine Dose Schweinefleisch und 2 Pfund Zucker und 1 Pfund Salz. Halt, halt, sagte der Kaufmann und dann fiel er plötzlich um, weil er so schnell gelaufen war. Als Frau Quatscheviel wieder zu Hause war, stellte sie in der Küche den Topf aufs Feuer. Aber sie quatschte und quatschte und quatschte so viel, dass das Essen anbrannte. Puh, sagte Herr Quatscheviel. Er hieß auch Quatscheviel, aber er hatte nicht so viel zu sagen. Puh, das Essen ist hier angebrannt. Aber Frau Quatscheviel hörte ihn gar nicht. Sie quatschte und quatschte und quatschte so lange, bis ihr Essen auf dem Teller kalt geworden war und alle anderen schon fertig waren. Als Herr und Frau Quatscheviel abends im Bett gingen, quatschte Frau Quatscheviel immer noch. Ihr Mann war schon längst eingeschlafen und sie quatschte immer noch. Sie quatschte auch noch, als ihr Mann am nächsten Morgen wach wurde. Aber da war Frau Quatscheviel nun doch müde geworden und schlief ein. Und sie schlief den ganzen Tag. Puh, Gott sei Dank, dass sie mal schläft, sagte ihr Mann. Und der Kaufmann fragte, wo bleibt denn heute Frau Quatscheviel? Die schläft heute den ganzen Tag, weil sie gestern und die ganze Nacht durchgequatscht hat. Puh, Gott sei Dank, dass sie mal schläft, sagte der Kaufmann. Und alle Leute sagten, puh, Gott sei Dank, dass sie mal schläft. Aber irgendwann ist sie sicher wieder aufgewacht. Und wenn sie nicht schläft, dann quatscht sie heute noch.